So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin immer noch erkältet, bisschen verschnupft, es wird wieder Zeit für eine Suppe und das soll ein Dreiteiler werden, denn wir waren irgendwann mal im Urlaub, ich glaube das war in Gera schon vor 2 Jahren oder so, da habe ich in einem Laden diese Nudeln hier entdeckt, da gab es 3 verschiedene Sorten, Instant Vermicelli Spicy and Sesam in der blauen Edition, dann gab es Instant Vermicelli Hot and Sour in dieser roten oder rosanen Version. Und dann gab es Instant Vermicelli Spicy Hot. Und da sieht der Typ am heftigsten aus, am gefährlichsten, deswegen wird das Brutalste sein. Und die wollen wir alle 3 testen in 3 Videos. Wir fangen natürlich mit dem normalsten an, der Rest kommt dann nach und nach. Video Nummer 1 dreht sich also komplett hier um diese blaue Packung von der Firma Akuan. Instant Vermicelli Spicy and Sesam. So, wir haben hier einen Samurai drauf, der da gerade gemütlich zu Mittag isst. Das ist ein 4er-Pack, da sind 4 einzelne Tütchen drin. Das machst du halt auch wieder wie eine Suppe. Alles zusammen in eine Schüssel reinklatschen. 600 Milliliter Wasser drauf. Bei den letzten Sachen, die ich hatte, waren es 300. Das sind 600. Ich weiß gar nicht, ob das hier in die Schüssel reinpasst. Bei 300 war die, glaube ich, voll. Das heißt, ich muss es mit weniger Wasser machen. Aber vielleicht wird es dann einfach kräftiger und heftiger. So. Best before Oktober 24. Das passt. Es ist nämlich jetzt gerade Oktober 24. Da haben die sich aber ewig lang gehalten. Wie findet ihr das Design? Schreibt es mal in die Kommentare. Sieht das gut aus? Ja, nein. Warte mal, ich muss doch auf die Seite. So, dann reißen wir es mal auf. Hier ist nämlich sogar ein, genau, hier ist so eine Schere abgebildet. Das war die Schere. So geht die ungefähr ab. Was ist das denn? Jetzt reißt du das auf und denkst, da sind Tütchen drin. Du hast hier aber lauter so kleine Crackbeutel, wo du hier schon ein Nudelnest siehst. Eingeschweißt, in der Folie, einzeln verpackt. 4 solche Beutelchen da drin. Also das sieht ja total dumm aus. Jetzt wollte ich der Bianca natürlich was davon schicken. Deswegen möchte ich das in nächster Zeit hier machen. Wollte ihr was schicken. Die freut sich bestimmt, wenn sie das sieht und einfach gar nicht weiß, was das sein soll. Du musst dann vom Geschmack überrascht sein, weil da steht ja gar nichts mehr dabei. Auf jeden Fall haben wir jetzt 4 solche Tütchen. Und wenn wir das mal aufmachen, haben wir ja nochmal einzeln verpackt. Direkt die Nudeln in einem Teil. So, das mach mal auf, geben es direkt in die Schüssel. Das sieht nicht aus, als wäre es was zu essen. Das riecht irgendwie wie ein Lebkuchen. Das packt man jetzt hier in die Schüssel rein und ihr seht, das geht genau in die Schüssel. Was haben wir jetzt aber noch alles dabei? Hier ist ein Tütchen mit. Wir reißen es mal auf und gucken mal vorsichtig. Da ist lauter Grünzeug drin. Das machen wir jetzt hier oben drauf. So, Grünzeug. Passt. Dann haben wir hier, das scheint Pulver zu sein. Reißen wir das auch mal auf. Jetzt fliegt alles auf den Tisch. Das ist Pulver, genau. Das gibt man jetzt auch hier drauf. So, alles auf die Vorbro-Schüssel. Und dann haben wir noch 2-mal Öl. Einmal hier etwas gelbliches Öl mit lauter Schmand drin. Das sieht richtig eklig aus. Da müssen wir das jetzt hier mal die Seite aufschneiden. Dann kippen wir das auch hier drauf. Oh. Kommt das alles raus? Wie soll das hier rauskommen? Das ist doch alles fest. Das ist wie Matsch aus der Grube. Das ist sandig, das ist dick. Da das Wasser drauf. Ich habe gar keinen Platz zum Umrühren, sehe ich gerade. Das ist egal. Wir machen das trotzdem in die 4Bro-Schüssel. Dafür ist die 4Bro-Schüssel eine Schüssel geworden. Sieht halt richtig aus wie Dünnpfiff. Ach du meine Güte. Schmier dich doch raus. Schmier dich raus. So. Jetzt haben wir das irgendwie da drauf. Ich kann ja mal von der Tüte probieren. Das ist natürlich mega ölig, mega schmierig, aber schmeckt leicht nach Erdnuss. Eine Erdnuss-Buttercreme. Und das ist ein feuriger Beutel. Der sieht heftig aus. Das wird jetzt für die Schärfe sein. Scharfes Chili-Gedöns, was dann oben drauf kommt. Muss ich auf Instagram wieder Bilder machen. Einmal, wie die Schüssel aussieht, bevor ich da irgendwas rumrühre. Ja,
dann wie das Nudelnetz noch so eingepackt ist mit allem drum und dran. Da werden sich viele Leute fragen, was ist das denn? Was soll das denn? Wieso macht der das? Aber so muss das dann sein. Sollte man die Tütchen vielleicht ganz aufschneiden? Naja, ich finde es doch besser, wenn man es hier irgendwie rausdrückt. Da kann ich auch gleich nochmal so probieren. Aber ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht einfach nach unten drücken. Das ist vielleicht, weil das trotzdem schon so lange liegt, ist es schon ein bisschen körnig geworden. Ist schon ein bisschen fest. Ansonsten habt ihr jetzt hier richtig rote, ich denke mal, scharfe Pampe drauf. Und die anderen werden sicherlich auch so ähnlich aussehen hier. Das ist jetzt der Unfall, den ich fabriziert habe. Da muss jetzt Wasser drauf, aber das Wasser muss ich erst kochen, dann rumrühren, mal gucken, was das wird. So, das Wasser ist fertig gekocht. Was mir aufgefallen ist, ich habe vergessen zu probieren. Ich wollte doch mal von dieser roten Pampe probieren, deswegen gehe ich jetzt mal mit der Gabel daran. Schmeckt wie rotes Pesto. Also schmeckt auch wieder ein bisschen ölig, bisschen cremig, schmierig, sehr kräuterlich, ein bisschen scharf, bisschen salzig. Alles komplett durcheinander, jede Geschmacksrichtung wurde begangen, ja. Das finde ich irgendwie gut, interessant und das ist ja auch gesund. Das muss man sich ja mal vorstellen, auf der Verpackung steht extra nochmal drauf, non-fried Restaurant Style, also das sind keine frittierten Nudeln, das ist eine richtige Restaurantqualität. Nee, aber Restaurant Style ist das. Deswegen habt ihr auch so ein komisches Nudelnetz, wo wir jetzt natürlich hier mal das Wasser drauf füllen. So, damit dieser rote Pesto-Haufen sich auflöst, damit die Vegetables irgendwie ein bisschen flüssig werden, damit die Nudeln flüssig werden und das sieht richtig stark aus, wenn ich mir das jetzt so angucke. Diese Brühe, die ich gerade vor mir habe, guckt euch das doch mal an. Feurig, scharf, da kam gerade was hochgeschossen. Hier wird es heiß auf der Kamera. Okay. Aber ansonsten sieht das aus wie eine richtig fette, heftige Suppe, obwohl ich ja kein Suppenfreund bin. Jetzt mache ich das Ganze noch ein bisschen rum. Lass das ein bisschen abkühlen. Oh mein Gott, das ist wieder einfach nur, das ist so flüssig, da muss ich wieder die ganze Schüssel trinken und ich will alle drei Sorten heute an einem Tag probieren. Erst die eine, dann die andere, dann die letzte, dann habe ich es hinter mir und mal gucken, wie es schmeckt. Entweder haue ich alles bei Bierschanga ins Paket rein oder ich hebe mir auch noch was auf. Aber wenn ich das jetzt hier so ein bisschen rummache, muss ich sagen, sieht das schon verdammt gut aus. So, ihr müsst mal gucken, wenn ich das hochhebe, wie brutal das aussieht, wie das hier aus der Packung rausgeht. Unten die ganze Brühe, hier der ganze Haufen, das ganze Nudelteil, dann wieder reingelegt, in die Brühe rumgemacht. Richtig tolle Farbe auf jeden Fall und es riecht auch mega lecker, da bin ich jetzt gespannt. So, ich möchte mich jetzt trauen zu probieren und ich habe gerade schon so ewig hier rumgeknurrt und rumprobiert mit der Gabel. Ich habe es eben sogar geschafft mal, den ganzen Nudelklumpen mit einmal auf die Gabel zu packen. So. Da ist kein einziges Nüdelchen mehr unten drin. Das jetzt alles in den Mund, das wär's. Aber ich will doch erstmal den Geschmack aufnehmen. Das heißt, ich brauche trotzdem erst ein kleines Häufchen hier. Alter, was sind das für Nudeln? Als würde dir der Rotz aus der Nase hängen und sich überall breit machen. Ja, ist lustig, sieht eklig aus, aber irgendwie, es ist halt nur Schleim. Als hättest du nur Schleim im Mund oder Gelee im Mund. Die sind ja so dünn, die sind ja so weich. Das ist ja alles, das ist ja, wenn ich mit Samyang vergleiche, darfst du nicht vergleichen. Das ist frittierter Mist. Das hier ist Restaurant-Style, ja. Aber oh, da bin ich wieder absolut nicht der Suppenfreund. Das riecht so gut. Das fühlt sich gut an, erstmal. Und dann probierst du so dieses super Highlight und dann denkst du, toll, einfach nur Matsch. Matsch und Brei und Schleim im Mund. Und natürlich habt ihr die Soße nicht dran. Also der ganze Geschmack bleibt in der Schüssel und du hast eigentlich nur, naja, Schleim, der ein bisschen nach irgendwas schmeckt vielleicht. Wie soll man das essen so komplett?
Jetzt wollte ich es reinziehen, habe gemerkt, da kommt eine heiße Dampffolge an, fliegt mir in den Hals. Ich wollte abbeißen, muss husten. Es ist komplett so, wie es war, einfach wieder rausgefallen in die Schüssel zurück. Also, vielleicht hätte ich es noch ein bisschen abkühlen lassen sollen. Aber wir kämpfen weiter. Was siehst du, mit gar nicht atmen, zwischendurch einfach abbeißen, dann funktioniert das schon irgendwie. Wir wollen jetzt erstmal hier die restlichen Nudeln alle rausessen. Heiß, heiß, Jonas, heiß. Heißer Matsch und heißer Brei, heißer Schleim. Also die Nudeln sind jetzt leer, jetzt habt ihr natürlich wieder das Phänomen, erstens war es wirklich komplett heiß. Mir brennt der ganze Rachen, aber nicht irgendwie von Schärfe, sondern einfach, weil es so heiß ist. Dadurch geht auch der Geschmackssinn manchmal flöten, wenn du dich verbrennst und die Zunge einfach verbrannt ist. Dann merkst du gar nichts mehr. Aber es hat einen guten Geschmack. Ich muss sagen, bin ja immer wieder rein, in die Soße rein, Soße rein, Soße rein. Und das heißt, du hast ein schönes, feuriges Süppchen. Und eine schöne, feurige Brühe. Die würde ohne die Nudeln sogar funktionieren. Du brauchst diese blöden Nudeln gar nicht. Und die Nudeln saugen nur den ganzen Tisch voll, weil die immer zu runterfallen. Du hast ja jetzt noch diese ganze Brühe hier drin. Wenn du dir die zurecht machst, ohne die Nudeln, dann hast du ja trotzdem eine Suppe zum Löffeln. Die bestimmt herrlich ist. Wir probieren nochmal. Spicy und Sesam. Ich weiß nicht, wie. Da waren noch keine Sesamkörner drin. Es war alles kräuterlich. Sesam. Wie das da reinpasst, weiß ich gerade nicht, aber es schmeckt wirklich richtig gut. Ja, der Shania brauche ich nichts aufheben. Die hat sich selber die Teile mal geholt, glaube ich. Ich werde bei Bianca ein Päckchen mit reinpacken ins Paket. Und vielleicht werde ich Silvio was aufheben, wenn er damit was anfangen kann. Wenn er dann sagt, oh, das schmeckt, das ist auch gut. Das ist, erinnert mich an den Burghof damals. Nur nicht so scharf. Also es ist spicy. Es ist spicy auf jeden Fall. Ist trotzdem angenehm und es hat einen super, einen guten Geschmack. Also bei sowas würde ich sogar sagen, hey, ich bin kein Suppenfreund, aber für so eine Brühe zum Schlürfen danach, das ist toll, das würde ich machen. Oh, wir saugen das Schüsselchen noch aus. Wie gesagt, normalerweise sind 300 Milliliter mehr Wasser drin. Aber für mich reicht das so. Das sind jetzt 300 statt 600 gewesen. Deswegen ist es schön kräftig, sonst ist es wahrscheinlich wieder zu wässrig, auch vom Geschmack. Das war die erste von drei Packungen. Da bin ich mal gespannt. Denn nach Spicy und Sesam, die schon richtig gut geschmeckt haben jetzt, kommt Hot and Sour, aber das im nächsten Video. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr das kennt, schreibt's mir rein. Wenn nicht, ich kann's empfehlen. Ich bin positiv überrascht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.